Seid willkommen im Appenzellerland. Das ist Begrüßung von hier. Jetzt muss ich wieder auf Hochdeutsch, sonst versteht ihr mich nicht. Die Appenzeller, die versteht man kaum, die Ureinwohner, sage ich mal. Ja gut, aber wegen dem sind wir nicht hier, sondern wegen dem neuen Video, das jetzt dann gleich kommt. Und übrigens, ich habe mir jetzt ein neues iPhone gekauft, damit die Aufnahmen dann noch besser werden, das 12, das kleine Mini, das reicht eigentlich und ich habe jetzt noch nicht damit aufgenommen, aber ganz am Schluss werde ich das machen und ja, aber jetzt legen wir erstmal wohl los, wie es weiterging mit dem Wohnmobil und zwar wird geheiratet. Okay, bis später. Hier die Auflösung des Tanksondeneinbaus, ich habe einfach den Tank unter das Loch der Duschtasse positioniert. Hier sieht man die Tür, die haben wir jetzt auch fertiggestellt, ein Schloss eingebaut. Und zwar ein richtig massives Dreipunktschloss. Kann man zu und aufmachen. Ja. Dann braucht es ein paar Eckprofile, die man nicht kaufen kann. Die machen wir selber mit Polyester. Hier sind zwei bereits fertig, die habe ich ausgeschnitten. Die kommen innen und außen dran an 22,5 Grad Winkel. Da ist die Eila. Meine Lithium-Batterien sind gekommen. 200 Kilo. Es summiert sich. So, die Teile sind zugeschraubt. Dann machen wir mal auf. Ich hoffe, es hat keine Drogen drin. Wow. Groß, groß. Hä? Das sind ja Spezialzellen, die gibt es eigentlich normalerweise nicht. Da sind die anderen Monster. Ja, schon ein Monster. Hä? Schrauben sind sogar dabei, super. Muss ich die nicht kaufen, das ist M12. Ja, dann mache ich die gleich mal rein, damit sie aus dem Weg sind. So, hier seht ihr das Batteriepack. Schon mal eingebaut, aber noch nicht angeschlossen. Das kommt dann irgendwann später. Dann habe ich das Türschloss da noch mit Innendreher hingemacht. Dann hier endlich die Treppe fertig. Und zwar mit einem Fach. Hier, habe ich gesagt, es gibt keine toten Winkel. Hier muss noch ein Loch rein. Ein kleines Fach, aber egal, jedes Fach zählt. Ja. Meine zwei Wölfe, die mich auch immer begleiten, die sind immer dabei, egal wo. Und das so, die Fenster sind jetzt soweit eingebaut. Alle sind jetzt drin, außer die Dachfenster. Und jetzt bin ich noch an den Eckprofilen dran. Die gibt es nicht zu kaufen, habe ich glaube schon gesagt. Die kann man kaufen hier, aber der Winkel, der ist 22,5, kann man nicht kaufen. Man könnte hier einen Aluwinkel hinmachen, aber wir stellen die lieber selber her aus GFK, weil Alu hat einen anderen Ausdehnungskoeffizient und auch Wärmeleitfähigkeit. Und das kann zu Problemen führen oder eben, wenn der innen ist, auch zu Kondenswasser. Deswegen machen wir die halt selber. Ist ein bisschen mehr Aufwand. Ich habe es jetzt gerade schön plan geschliffen und jetzt verklebe ich die. Aber es lohnt sich, weil wenn das Ding heiß hat, dann dehnt sich ja alles aus und Alu dehnt sich einfach mehr aus, weil es mehr Wärme aufnimmt und auch mehr Kälte und dann kann es da eben zu Problemen führen. So, alles vorbereitet, so sieht das dann aus, das 22,5 Grad. Hier habe ich mal die Ecke schon mal angemacht, dann hier diese Winkel sind auch mal geklebt und jetzt mache ich das Teil dran.
viel Feinarbeit. Im Moment bin ich da an der Badzimmertür. Eigentlich sollte das der Schreiner machen, aber der ist krank. Jetzt muss ich es machen. Und zwar ist das der Türrahmen und da werden Spons eingeleimt. Hier habe ich schon. Weil hier kommt dann das Türscharnier hin, damit dann das auch hält. Die Tür ist zwar nicht so schwer, aber ja, das hält natürlich nicht an den Isolationen. Also, jetzt habe ich die eingeleimt, das mache ich jetzt da auch noch. Zwei Türen, scheiß Arbeit. Ja, jetzt flippe ich gerade von einer Baustelle zur anderen. Ich habe gerade die Tanksonde noch angeschlossen. Dann hier die Halter, habe ich noch Zwischenhalterverlängerung, die muss ich noch lackieren. Alles vorbereiten, wenn dann die Kabine drauf ist, dann komme ich hier nicht mehr gut dazu. Ich bin das ganze Wohnmobil jetzt am Abfugen. Innen bin ich schon fertig und jetzt noch außen. Ich zeige euch, wie das geht. Dass schön alles dicht ist. Sikaflex. So. Wenn die Naht von Anfang an schön dünn ist, dann braucht man nur noch mit dem Finger drüber zu ziehen. Fertig. Ist man viel schneller. Weder wenn man zu viel aufträgt, dann hat man auch zu viel und dann ja, ist es viel mühsamer. Hier oben habe ich aufgetragen und da habe ich jetzt ein bisschen zu viel. Jetzt gehe ich da hoch. Ich hoffe, es hält. Da seht ihr, sieht scheiße aus. Jetzt gibt es aber einen kleinen Trick. Zwar nimmt man irgendeine leere Silikonkartusche, macht da vorne einen Spitz und dann zieht man das durch. Und jetzt geht das Zeug direkt da hinein. Aufpassen, dass ich nicht runterfalle. So. So, jetzt ist sie schon besser. Und da ist die Wurst direkt da rein. Und jetzt ziehe ich noch mit dem Finger ab. Da geht es jetzt ein bisschen länger, weil ich manchmal hängen geblieben bin. Wegen dem Kleber, der da manchmal noch rausguckt. So. Oh. So, jetzt wird der Alkoven lackiert. Ich habe mir dazu eine kleine Kabine gebaut. Das, was ihr hört, ist der Heißluftföhn, weil es ist ein bisschen kalt in der Halle. Und da drin ist jetzt schön warm, ein bisschen grundiert noch. Und dann geht's los mit Spritzen. So, der zweite Durchgang. Jetzt ist es fast gedeckt, aber noch nicht ganz. Es kommt noch ein dritter. So, der erste Durchgang ist gemacht. Ihr seht, da innen ist richtig staubig, ich bin jetzt draußen. Und hier kommt noch der Boden rein, da ist der Bodenleger, der macht mir ihn gleich rein.
So, das war die Vermählung, hä, im Schnellzug, weil das Ganze hat, glaube ich, 1-2 Stunden gedauert. Ich musste da noch ein bisschen rumschrauben, unten war noch ein Halter falsch montiert. Der Tank ist auch noch ein bisschen zu hoch, der muss noch 5 Santi runter, aber das dann später. Ja, und jetzt bin ich von da abgefahren und noch schnell zum Globus, aber da war kein Mensch drin, außer ich hab's reingeschafft. Bin jetzt im Globus am Einkaufen und ich bin so gut wie alleine, so schön ist es noch nie gewesen. Man kommt natürlich nur rein mit Gewerbeschein, den habe ich mir halt schnell besorgt. Und jetzt brauche ich nur was Kleines, hä? Und dann geht's ab in die Schweiz. Ja, unterdessen bin ich ja schon quasi zu Hause, wo ich früher herkam, aus dem Appenzellerland, hä? In Herisau. Und ich bin mit meinem alten Vario durchgefahren. Dann bin ich einfach mal an Zoll mit den Papieren von den Kosten des Aufbaus, und zwar nur die Kabine, ohne jetzt die Installationen, die habe ich ja noch nicht gemacht, und habe da einfach mal gefragt und dann habe ich das gleich verzollen können. Aber darüber dann vielleicht später in einem nächsten Video, wie das Ganze gegangen ist. Ich hatte da echt Gunst am Zoll und habe das super erlebt, und das habe ich jetzt schon hinter mir, ohne dass überhaupt das Fahrzeug dabei war. Wie ich das gemacht habe, das zeige ich dann euch dann in einem separaten kleinen Video. Das kommt dann später, he? Habe ich jetzt Zeit. Ja, und jetzt zeige ich euch mal kurz, wie es hier aussieht im Appenzellerland. Und zwar so, vor 2 Tagen hatten wir hier noch 14 Grad. Im Norden war es ja auch kalt, der Föhn kam durch, und jetzt sieht das Ganze so aus. Da hinten ist mein Wohnmobil eingeschneit, und aber ich schlafe seit langem wieder mal in einem Haus mit einer Holzheizung. Ein richtiges altes Appenzellerhaus, das zeige ich euch jetzt. Also, das ist jetzt ein Appenzellerhaus. Es ist verdammt klein. Und zwar nicht mal 1,80 ist der Türrahmen. Die Leute waren damals ganz klein. Ich schlage da den Kopf an. Und das ist das Wohnzimmer. Die Deckenhöhe ist etwa knapp 1,80, aber die Balken, wenn ich da laufe, schlage ich den Kopf an. Hier ist ein Holzofen, der gibt richtig warm. Mit dem alleine wird das ganze Haus geheizt. Es hat da zwar schon noch eine Elektroheizung, aber die braucht man eigentlich nicht, weil die Ofen sind so gut. Ja, und das ist die Aussicht. So typische Tradition eigentlich, solche Häuser von früher. Und jetzt zeige ich euch gleich mein neues Schnittprogramm iMovie. Da schneide ich die ganzen Videos, aber zum ersten Mal auf dem wie heißt der, MacBook. Normalerweise mache ich das auf dem iPad, der ist da, und da gibt es auch das iMovie, aber das ist eine App und viel viel einfacher, und weil mir das zu kompliziert war, habe ich das immer hinausgeschoben, und jetzt habe ich mir mal Zeit genommen und das erste Video hier zusammengeschnitten, das ihr eben jetzt gesehen habt. So, die vergangenen Aufnahmen waren jetzt gerade mit dem neuen iPhone. Ich denke, die Bilder sind dann da besser. Breitbild habe ich eingestellt, da kann man den Raum viel, viel größer aufnehmen, 0,5. Ja, also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch schöne Weihnachten. Heute ist hier der 25. Dezember. Heute Abend feiern wir Weihnachten mit meinen 4 Kindern. Und ja, wir sehen uns wieder, vielleicht sogar noch dieses Jahr und sonst nächstes Jahr. So etwa 4., 5. Januar, hoppla, bin ich wieder zurück am Arbeiten. Und dann geht's mit dem Innenausbau los. Okay, dann. Daumen hoch und tschüss.